Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zum aktuellen Videokommentar von der Weltwoche. Was bieten wir im neuen Heft? Wir sehen hier einen Blick aufs Titelbild. Die unverschämte Generation. Babyboomer nehmen ihre Kinder aus. Eine sehr schöne Illustration, ich finde, von unserem hochdekorierten Illustrator Morton. Er hat das eine Geschichte umgesetzt vom Bundeshauskollege Markus Schär, wo selber aus dieser Babyboomer-Generation kommt. Es ist also eine Art, im besten Sinn, ja, englischsprachiger Journalismus, in dem Sinn, dass er nämlich angelsächsischer Journalismus, dass der Schär, der Markus Schär, eben auch aus persönlichen Erfahrungen berichtet, gleichzeitig verbunden mit ganz genauen ökonomischen Analysen. Und er kommt zum Schluss, dass die Generation der Babyboomer, wo es eigentlich so eine gute Jugend, so ein gutes Leben gehabt, wie es eigentlich noch nie eine Generation auf dem Planeten, dass die heute nicht bereit ist, gerade zum Beispiel im Vorfeld von der AHV-Abstimmung, wo wir jetzt am Sonntag dann abstimmen, nicht bereit ist, die Privilegien ein bisschen aufzugeben und verzweifelt an diesen Privilegien festhalten, zum Teil eben auch sogar auf Kosten oder eher zum Teil so grosse Stücke auf Kosten von der kommenden Generation der eigenen Kinder. Das ist unsere Titelgeschichte. Wir haben aber nicht nur eine Meinung drin, wir haben eine ganz andere Sicht auch noch auf das Thema. Und die SP-Politikerin aus Basel, Anita Fetz, hat eine fulminante Gegenrede geschrieben, wo sie die These von Markus Schär zerfetzt. Das ist Weltwoche, wie sie lebt und lebt. Verschiedene Meinungen, ganz scharf nebeneinander geschnitten, Vielfalt der Positionen. Eine zweite Geschichte, die ich gerne hier ankündigen würde, ist vom ebenfalls im Bundeshaus tätigen Kollegen Hubert Moser. Der Hubert Moser hat den Fall von Christoph Darbele, berühmter CVP-Politiker aus dem Wallis, ehemaliger Parteipräsident der CVP, recherchiert. Der Darbele ist durch eine Sexaffäre ins Gerät gekommen. Er hat ein uneheliches Kind gezeugt, hat seine Frau erst sehr spät darüber informiert, möglicherweise unter dem Druck der Medien, dass das eben in die Öffentlichkeit gegangen ist. Wir haben den Fall genau untersucht und können spannende Details erzählen, was da wirklich war. Gewisse Aussagen, die Herr Darbele gemacht hat, muss man sicher nach der Lektüre von dem Artikel korrigieren. Dann vielleicht noch ein letztes Thema, ein Wissenschaftsthema, das aber auch in die Religionen hineingeht. Unser ehemaliger Redakteur, Weltwochenredakteur Kai Michel, hat mit einem hochdekorierten Wissenschaftler zusammen ein Buch geschrieben, wo er die Bibel ganz neu gelesen hat. Und zwar wird die nicht als Offenbarung vom Wort Gottes gelesen, sondern als Tagebuch, eine Art von der Menschheitsgeschichte. Und es sind sehr interessante Einsichten, die hier zutage gefördert werden. Man sieht hier, dass eine Art evolutionsgeschichtliche Sachen eben auch sich spiegelt in diesem Buch. Ein neuer Blick auf die Bibel, sehr empfehlenswert. Das sind drei der Top-Themen. Wie immer haben wir natürlich auch unsere hervorragenden Kolumnisten, eine Vielfalt von anderen Themen aus den Bereichen Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen der neuen Weltwoche. Auf Wiederhören miteinander.